Wir kommen zum letzten Stück dieses Konzerts, dieser Matinee. Und wir haben uns überlegt, was für einen schmissigen und guten Kehraus wir auswählen könnten, bei dem Sie, wenn Sie wollen, sogar eventuell mitmachen könnten. Der Text steht jedenfalls im Programm. Aber, klar, braucht man nicht vorstellen, ein Medley aus verschiedensten Hits von Ihnen. Sie kennen alle diese Hits vom Hören. Und arrangiert hat sie unser zweiter Stimmführer, Johannes Krall. Er übrigens wie Konzertmeisterin Romana Rauscher, Rupert Biersack, Stimmführer Bratschen, Markus Boucher. Er sogar ein in Hof ansässiger, gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth, sind vom Mozarteum-Orchester. Vielleicht mal einen kurzen extra Applaus für diese Herren und die Dame. Ich freue mich sehr. Das sind ganz wichtige Stützen auch. Wie überhaupt, das möchte ich noch ganz kurz erwähnen, auch bei den Bläsern teilweise Lehrer und Schüler miteinander sind und auch unser Orchesterprojekt von Haus aus darauf aufgebaut ist, dass wir Profimusiker, Professionisten nicht erst zur Generalprobe oder so irgendwie dazukaufen, sondern die sind ab der ersten Probe mit dabei und mitten drin im Orchester, und das gibt sofort eine ganz andere Atmosphäre und man kriegt da wirklich sehr, sehr schöne Ergebnisse zustande. Ich glaube, Sie haben das auch so feststellen können. Jetzt aber Johannes Krall, der dieses Abandonata selbst arrangiert. Das ist ein wunderbarer Komponist auch und hat auch sein eigenes Ensemble. Und er wird es natürlich auch jetzt selbst dirigieren, abgesehen davon, dass er jetzt mich als Pianisten braucht.